Hallo zusammen, ich hoffe, ihr habt den Tag heute gut überstanden, weil das war mega heftig. Wir haben Freitagabend, den 26. November, 17:39 Uhr. Und das hier ist die DAX-Tafel. Das sieht so unspektakulär aus, ja? Wenn man aber weiß, dass das der Schlusskurs war vom Vortag hier, 15.917, also jetzt der DAX, ne? 17:36 Uhr. Und dann der erste heute hier 15.383, das ist also ein Gap von 534 Punkten. Das ist schon, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten. Ich glaube, das war im März letzten Jahres. Wir verlieren heute 4,15% oder 660 Punkte. Nochmal, das sieht so unspektakulär aus. Ja? Und dann schließen wir auch noch quasi auf Tagestief. Das ist schon bitter. Jetzt nehme ich ihn raus. Vor euch liegt der Monatschart. Also eine Kerze, ein Monat. Aber bevor ich das mache, nochmal so ein paar Sprüche. Ich habe hier so eine Liste. Das ist das, wenn ich ein Wunschkonzert mache für die Börse oder meine eigene Watchlist, wie auch immer, ist das eine Watchlist. Da sieht man hier unten, das ist nach Plus auf Minus sortiert. Klar, Gewinner BioNTech. Ja, also das war auch alles erst heute Nachmittag. Sowas wie Valneva, im DAX Eurostoxx, HelloFresh, Sartorius, Delivery Hero. Also die klassischen Pandemie-Gewinner. Und dann hier unten Royal Caribbean, ja, 13%, Fraport, TUI, Sixt, TripAdvisor, Accor, die ganze Reisebranche. Auf der anderen Seite, sprich DAX, Eurostoxx, MDAX, da haben wir dann noch sowas wie Lufthansa, Airbus, MTU. Fett im Minus. Die Lufthansa gerade eben stellen sie bei 5,43, die gab es heute schon bei 5,25. Die TUI waren bei 2,25. Das hier ist auch so ein Impfstoff, so eine Impfstoffputze. Die waren heute 6,20, 7,80 und dann innerhalb von einer Minute auf 4, ich glaube 67 waren sie, um dann wieder hochzugehen. Gucken Sie sich da mal den Tageschart, also nicht den Tageschart, sondern den, sagen wir mal, einen 5-Minuten-Chart an. Da fallen sie vom Glauben ab. Völlig verrückt. Gut, zum DAX. Also das hier ist der Monatschart. Ja, das ist jetzt hier von 2012, müssen wir vielleicht nicht so lang machen, aber da ist halt jetzt was passiert. Wir haben natürlich noch Montag und Dienstag, um den November abzuschließen. Aber ich bin nächste Woche nicht da. Ich bin ab morgen weg und ich komme, glaube ich, erst wieder am Dienstag in einer Woche oder sowas. Und da ist ein bisschen was passiert. Nach wie vor weiches MACD. Definitiv ein Verkaufssignal über den Oszillator. Das wird erst dann negiert. Und das kann er bis Montag und Dienstag, wenn dieser Tiefskurs hier sich nochmal dreht und wir überbieten den Eröffnungskurs des Monats. Das wären also 15.748. Dann würde das nochmal abflachen. Wenn wir hier drunter schließen, also unter der 15.748, entsteht dieses Verkaufssignal. Und da schauen dann auch Langfristanleger schon mal drauf. Wie gesagt, hier negativ, hier noch nicht, aber das wird verdammt knapp, dass er sich da noch rausretten kann. Wir haben einen Shootingstar bisher auf Monatsbasis. Wir liegen an der 10-Monats-Linie. Also gefallen darf er das nicht. Das untere Band dreht nach oben. Das heißt, dieser Impuls ist fertig. Der ist erledigt. Ja, das heißt, der DAX wird sich irgendwie seine 20-Monats-Linie holen. Ob er die jetzt hier trifft oder bei 14,5 oder 14,7, das weiß ich nicht. Aber ich vertrete jetzt schon die Ansicht, die nächsten 6 Monate werden bestenfalls seitwärts. Ich denke aber eher negativ. Im positiven Sinn habe ich da lediglich die Banken drauf für die nächsten paar Monate. Alles andere sollte mal ein bisschen weiter runterkommen noch. Jetzt gehe ich mal auf die Woche und hole mir da eine Bestätigung ab. Das ist eine der schlechtesten Wochenkerzen, die wir hatten. Wir hatten hier eine am 26. in der Woche vom 26.10. und ansonsten nur hier diese ganze Corona-Geschichte. Na gut, und das ist natürlich jetzt heute auch wieder ein Grund gewesen. Wenn jetzt am Wochenende BioNTech sagt, also unser Impfstoff ist so toll, der wird uns auch für die neue, ich glaube, südafrikanische Variante heißt sie, helfen, dann ist das vielleicht hier alles Makulatur, aber da können Sie sich drauf verlassen. Das ist leider so. Also eine ganz schlechte Kerze. Deswegen ein bestätigtes Verkaufssignal über den Oszillator. Wir sind auch negativ über das MACD, traditionelle Sichtweise. Gar nicht schön. Wir sind in der Nähe des unteren Wochenbandes, das ist bei 15.116. Und schauen Sie mal hier, dieses ganze Niveau hier, das geht runter bis 14.808. Das ist greifbar, das ist in Spuckweite. Na, da muss man also echt ein bisschen aufpassen. Jetzt gehen wir in den Tag. Ich habe das hier reingezeichnet. Wir befinden uns genau genommen in einem Island Reversal.
Das heißt, wir haben hier ein großes Gap und wir haben hier das Gap, was wir heute hatten, von, was habe ich gesagt, 534 Punkten. Das heißt, dieser ganze Bereich hier, der hat keinen Sockel. Der hat keine sinnvolle Unterstützung. Rein von der Charttechnik her ist das als negativ zu werten. Wir haben die 200-Tage-Linie unterboten. Gut, ich schaue da nicht so drauf, aber ich weiß, dass viele von euch drauf schauen. Mit Schlusskurs. Wir schließen am Tiefskurs, am Tagestiefskurs. Das ist auch schlecht. Hat sich schon schön abgebaut, der Oszillator. Aber da ist nichts mit irgendwie Entlastung oder sonst was. Gar nichts. Das ist freier Fall. MACD negativ über moderne und traditionelle Sichtweise. Der hatte alle Chancen am Mittwoch durch diesen Hammer hier, das zu nutzen. Aber das, was ich sagte, dass wenn die Amis nicht da sind, siehe Donnerstag, dann spielt er alleine und das macht ihm wenig Spaß. Und wenn er dann zu lange braucht, um hochzugehen, dann greifen diese Puts, die ich damals genannt hatte. Irgendwann greifen die, weil er baut sich auf, aber es passiert nichts. Er baut sich durch eine Seitwärtsbewegung auf. Das waren gerade mal 2 Tage, aber na gut. Heute kam es, das kann kein Mensch wissen, dass da sowas kommt. Das ist also technisch nicht zu begründen, dass da so ein Absacker kommt. Das kann mir keiner erzählen. Gut, wie geht's weiter? Also ich muss ein bisschen das davon abhängig machen. Machen die jetzt am Wochenende irgendwas? Die machen bestimmt Überstunden, die BioNTech-Leute, und gucken sich das an. Und Pfizer und Moderna und wie sie alle heißen. Und der Erste, der den Finger hebt und sagt, also wir haben das Mittel dagegen, das wird gut. Ja, wir haben ja auch gesehen, die BioNTech sind ja, was sind die jetzt eben gestiegen? 17-18% heute Nachmittag. Und die waren sogar schon höher. Also das ist eine Geschichte, das weiß keiner von uns, wie das ausgeht. Aber ich habe hier momentan eigentlich nur, tja, hier da eine Unterstützung. Das ist bei 14.820. Hier ist eine kleine bei 15.010. Wir sind sämtliche Fibos runtergelaufen. Bis auf, also wir haben alle hier vom 38er, vom 50er, wir haben das alles runtergenommen. Es ist lediglich noch ein 76er offen, das ist bei 15.151. Also das ist 15.151 ist hier. Also wenn Sie nicht unbedingt dabei sein müssen, dann lassen Sie es sein. Die müssen sich am Montag hier noch ein bisschen auftoben. Das wäre sehr ungewöhnlich, kann er aber machen, wenn wir jetzt hier einfach dann wieder so hochgehen. Das glaube ich nicht. Die Bänder gehen jetzt erst auf. Also in den Webinaren würde ich sagen, Bänder gehen jetzt erst auf, abwarten. Das geht noch hier weiter, weil wie gesagt, dieser Impuls ist auch erstmal fertig. Auch der ganz lange Impuls ist fertig. Ich darf es nicht mögen, keine Frage. Ich halte mich klitzeklein. Ich habe auch halt so ein paar Abstauberlimite gehabt, eben bei Lufthansa oder TUI, solchen Geschichten. Ja, die habe ich jetzt, damit kann ich leben. Aber richtig long gehen oder auch richtig short gehen, muss ja nicht sein. Es ist ein Wochenende und das wird spannend an dem Wochenende. Ich habe euch mal für die Watchlist folgende Scheine rausgesucht. Hier, ein 14.792er Call, da sind wir hier drunter. Wir sind also unter der 200-Tage-Linie, wir sind unter dieser 14.800. Der ist also weit weg und trotzdem ist es ein 26er Hebel. 14.792, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann ich den anfassen soll, aber ich bin auch nicht da nächste Woche, deswegen ich halte mich da echt zurück, dass die GH81RX und den Put, den habe ich natürlich jetzt näher dran gezogen, 16.053, da sind wir hinter 10 und 20 Tage Linie, die gerade eben auch brechen. Ups, wo ist jetzt mein Bild? 16.053, das ist die GX3X4C. Also ich würde das Ding jetzt erstmal austoben lassen. Das hat da die Finger reinzuhalten, das kann ganz schnell Verbrennungen mit sich führen, muss nicht sein. Und jetzt hier eine Meinung zu haben, ja, wir sehen noch mindestens die 14.800 oder gehen direkt wieder hoch. Ich halte mich da zurück. Das ist im Moment nochmal, die müssen sich eher austoben. Leute, wie gesagt, ich bin nächste Woche nicht da. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.